Heute bauen wir die Lampe. Ich bin der Daniel, du bist auf dem YouTube-Kanal Basteltown. Und wie ich das Brett hergestellt habe, verlinke ich euch in der Videobeschreibung die zwei Videos. Und das Brett passen wir jetzt in den Korpus ein, der letztendlich die Lampe ist. Put your hands on my back, boy. Wie ihr hört, regnet es. Und nicht nur, dass ich die Teile jetzt falsch gefräst habe. Nee, ich habe das hier eigentlich so rumfräsen müssen, hier rein. Weil, wenn ich das jetzt richtig hindrehen würde, dass diese Kante und diese Kante ohne Span- oder Sichtseite ist, weil ich habe ja unten die hier und oben die hier. Aber wenn ich das jetzt richtig mache, habe ich vorne einmal Span und einmal Weiß. Da ich aber jetzt das letzte Brett, was ich ja zur Sicherheit extra gekauft habe, wegen Fehler, für die zwei Scheißteile gebraucht habe, muss ich jetzt in Obi fahren und mir ein neues Brett kaufen. Gut, dann fahre ich jetzt in Obi und dann machen wir weiter. Das Brett nochmal machen und dann kommt die Nut rein, 8 mm vertieft. Anywhere, anywhere you go, I'll follow you. Worauf wir jetzt aber achten müssen, ist bei diesem Holz, bei den Seitenwänden, können wir die Nut durchgehend machen. Hier allerdings nicht, weil sonst haben wir hier ja seitlich eine Öffnung. Und das wollen wir nicht. Heißt, wir nehmen das hier 16, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir bei 8 hier einen Strich. Der ist zwar China, aber den habe ich kontrolliert mit meinem... Wie heißt es nochmal? Woodpeckers Werkzeug. Und ich bin hier jetzt genau bei 12. Wow. Was soll denn die Scheiße? 5, 6, 7, 8. Okay, ja. Eine Reihe tiefer, ne? Legen wir an. Ich bin jetzt exakt bei 8. Vorher war ich bei 12. Da bin ich auch exakt bei 12. Also das Zeug, den kleinen, den verlinke ich euch. Der ist so genau wie Woodpeckers. Zum Glück. Jetzt brauchen wir noch seitliche Markierung. Hier ist 9, da haben wir 8. So. Ah, nee, nicht 8. Du Hirnochse, Mann. Wir wollen 8 stehen lassen. Und dann kommt noch eine Fräsung von 8, heißt, wir müssen dann auf 12. So, 10, 11, 12. In dieses Kreuz, sieht schön aus, das Viereck, da machen wir jetzt eine 8 mm Bohrung rein, und zwar 5 mm tief. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Get up again.
Wie ihr sehen könnt, ich zeige es nicht ganz, das hebe ich mir fürs Ende auf. Die Einlassung ist richtig genial, die Nude sitzt 8 mm drin, optisch finde ich das so genial. Ich leime das jetzt alles zusammen, setze die Streben rein. Das Wichtigste habe ich gefangen. Ja, dann kleben wir noch hinten, deswegen ist hier dann noch ein Spalt offen. Eine LED rein, da legen wir das Kabel an die Seite irgendwie dran, kleben das fest. Das juckt mich jetzt nicht und dann wird das Ding an der Wand aufgehangen und kann sogar als Regal oder was weiß ich genutzt werden. So. Zwillinge können wieder weg. Dann machen wir die Stoßseite hier unten noch mit Lacklasur, nehme ich jetzt. Das habe ich jetzt da. Umleimer habe ich bei einem Obi-Besuch nicht dran gedacht. Wird aber auch nicht kommen. Zeige ich auch mal, wie ich das mache. Und ja, ich mache hier noch Schrauben rein. Für die Teile 4 Stück. Und vielleicht hier noch jeweils 2 oder eine. Weil ich habe Schiss, dass das, was ich leim, halt nicht hebt. Digga, nur zur Info, ich habe immer noch keine, also bitte nicht anfragen. Das trocknet jetzt eine Weile und dann bereite ich schon mal den LED-Salat vor. Das mache ich jetzt grob, heb das an und zwar Länge mal Breite, dann habe ich hier den Mittelpunkt, ziehe hier runter und gehe dann hier an den nächsten Abschnittpunkt. Der Kasten hier hat doppelseitiges Klebeband. Den klebe ich jetzt genau hier in die Ecke rein. So, der Sensor, da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich den nach vorne durchbohre und dann rausgucken lasse an der Vorderseite, weil das fällt bei dem Holz nicht so auf. Oder ob ich den hier seitlich einfach rausgucken lasse. Das muss ich noch schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt das hier drin. Und dann nehmen wir hier den Anfang und kleben das einfach mal rein. Im Kreis rundherum. Wenn möglich auch gerade. Die Lampe ist fertig und ihr seht, man muss nicht mega viel auf dem Kasten haben, um so ein Ding zu bauen. Vor allem dieses Epoxy-Brett. Da wird noch mehr kommen, definitiv. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Werkzeuge, Lampe, Tiefenmesser von der Fräse und so, das verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung. Und lasst mir doch einen Kommentar da, wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr auch andere Ideen habt, wo ich eventuell bauen könnte, was Epoxy angeht. Aber bitte kein mega Schneidebrett, wie es Andys Werkstatt zum Beispiel macht. Das ist so viel filigrane Arbeit, da habe ich schon gar keine Lust da drauf, weil benutzen würde ich das Ding nicht. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Teilt das Video mit so vielen Leuten wie möglich. Abonnieren.
Und wenn ihr Bock habt, Kanal abonnieren, kann man auch Kanalmitglied werden. Kostet 1 Euro pro Monat oder 5 Euro pro Monat. Zahlt ihr monatlich, läuft über PayPal und so unterstützt ihr den Kanal. Dann wünsche ich euch nochmal ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.